Du, da muss man kein Hellseher sein, um zu merken, dass da etwas faul ist. Na denn los, lass uns keine Zeit verlieren. Nils Pettersen, Chefreporter des Herald, konferierte mit dem Chef vom Dienst, stoppte den schon im Satz fertigen Umbruch, änderte die ganze erste Seite ab, verdrängte die Weltpolitik und stellte die neueste Nummer ganz auf den Selbstmord von Samuel Wolfe ein. Als er das Verlagsgebäude verließ, war Mitternacht längst vorüber. Unterwegs überfiel ihn eine Übelkeit, der er aber weiter keine Bedeutung zumaß. Zu Hause angekommen, ging er in die Küche, holte sich aus dem Eisschrank einen Gin, den er für derartige Fälle stets in Bereitschaft hatte. Er setzte sich an den Küchentisch, goss sich ein Gläschen ein, und dort fand ihn über der Tischplatte zusammengesunken am nächsten Morgen seine Frau. Der herbeigerufene Arzt stellte eine Kreislaufschwäche fest und verordnete unbedingte Bettruhe. So erfuhr Pettersen nicht, welch verheerende Folgen die Morgenausgabe des Herald auslöste. Wolf hatte sein Versprechen wahrgemacht. Mit seinem Sturz vor die Untergrundbahn riss er Millionen in die Tiefe. Das Syndikat wankte und krachte in allen Fugen. Die Panik ergriff die Industriestaaten Europas. Hatte die Schwerindustrie am Tunnelprojekt Millionen verdient, wollte sie jetzt keinen roten Heller riskieren.